Willkommen wieder bei Spider-Man. Hier stehen geblieben geht es hier auch weiter mit Mary Jane, die hier gerade das Interview beginnen möchte, als natürlich. Das ist ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Aber viel, also der, ich glaube, der hat echt gerne asiatisches, angehauchtes Zeug hier gesammelt, ne? Oder koreanisch, oder dieses, was weiß ich. Dieses Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikuri-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Neo sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. War bei den Verkäufen, die Sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also ja. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Wow. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnt er, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Sehr schön. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt, warten Sie hier bitte. Ich mach trotzdem ein Foto von dir. Jetzt von deinem S. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig? Kann ich irgendwie ranzoomen? Die Verbindung ist graut. Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Ich wollte gerade noch ein Foto machen von dem Schild. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Sie nicht Ihre Reporterin... Wenn Leute misstrauisch werden, ja, das weiß ich. Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh shit. Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Oh. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Mist, sie ist sauer. Shit. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Ja, das ist eine Drohung. Aha. Bitte nicht gucken. Natürlich, Craig. Geh da durch, Mann. Los. Wie hat mir davon erzählt? Fisk hat darin Beweise versteckt. Warum haben die Cops sie hier gelassen? Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Aber wie? Sieht eher aus, als wenn die Statue, wo sie draufsteht, irgendwie... Ob es hier wohl irgendwelche Hinweise gibt? ...einen extra Raum öffnet von Fisk oder so, keine Ahnung. Ah ja. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Ja, ein bisschen, ne? Der hat die andere Hand oben. Zu Fisk ist sie sicher netter. Sagt ihr immer was anderes? Nö. Was haben wir hier? Nichts. Kann ich die Statue jetzt irgendwas machen? Weil eigentlich ist sie ja anders platziert normalerweise, ne?
Irgendwie kann ich nichts machen. Was ist jetzt passiert? Hä? Muss ich das kapieren? Ich bin gerade zu doof. Vielleicht muss ich davon ein Foto machen. Oder auch nicht. Bin damit echt gerade zu doof. Ah! Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Aha. Er hält etwas in der Hand. Ah, ein Stock. Und zwar den hier, ne? Jetzt kann Vielleicht ich endlich was machen. Das bewegen. Moment mal, ich mach das mal so, wie es dahinter ist. Im Katalog stand etwas von zwei Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorn. Und dann... Im Katalog stand etwas den von Kopf zwei drehen. Posen. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechts... Sehr schön. So, das Fast. Haben wir. Aber ein Teil fehlt. Welcher Teil fehlt denn? Ach ja, ha! Die habe ich schon mal gesehen. Das fehlt. So, das packen wir dann mal hier in die Hand. So geht das nicht. Hä? Ne, Moment. Bin ich jetzt blöde? Ich hab das Falsche genommen, ne? Nee, also hier war das Richtige. In einer seiner Hände ist etwas. Aber was? Ja, der Stock. Aber das ist ja nicht... Ach, der ganz rechts. Ja, ich bin aber auch ein Trottelchen, ne? Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Ja. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. 把文件找出来。 Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Date? Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Keine Zeit, Pete. Wir müssen weitermachen. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Ja, fangen wir mal langsam an. Kann ich mich hier runterseilen? Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisks
sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Das ist eine gute Idee, ne? Also Akte rausbringen ist eine sehr gute Idee. Kann ich? Moment. Ich geh mal da hoch. Muss leise sein. Geh mal gucken, was da ist. Und hab dich. Bop. Nimm mal mit der Ruhe, Peter. Das war's. Und bop. So, du kommst direkt in mein Netz. Immer sachte. Okay, manchmal. Gefahr. Wow, Fisk hatte. Shit. Okay, das war's dann mit lautlos. Aua. Hey. Das waren alle. Nein, lassen Sie mich gehen. MJ. Ach, dammit, ich bin so schön lautlos vorgegangen. Ich hab mir so viel Mühe gegeben. Stopp! Nein. Versteck dich! Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Was hatte der denn gerade für Hände, ja? Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Ein nach dem anderen. Okay, ich hab gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Bam! Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Oh, shitty shit. So, du zuerst jetzt hier. Wow, habt ihr das gesehen? Oh, jetzt kommt der Takedown. Wow, Rey Mysterio. Plop. Zack. Ins Face. Oh, shit. Kollege, was ist das denn? Nein! Böse! So ist das doch. Oh. Ey, diese blöden Schusswaffen. Gehen mir richtig auf den Zeiger, ne? Also wirklich jetzt. Puh, das war ein hartes Training. Oh, wir haben es. Das war echt nicht so easy. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat?
Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Ach, als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Na, ich bin echt gut und lautlos eigentlich durchgekommen, ne? Eigentlich bin ich gut und lautlos durchgekommen. Eigentlich. Aber eigentlich war es nicht so clever. Am Ende nicht. Ich hab's versucht. Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry. Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Das ist Stanley! Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Als ob's... Stanley hat auch überall ein Cameo, ne? Sogar jetzt im Spider-Man-Spiel wieder. Oh, wie geil ist das denn bitte? Pizza essen mit Stanley, ey. Bei, nicht mit. Der hat eine eigene Pizzeria. Ne? Stanley hat eine eigene Pizzeria, liebe Leute. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Herman Schulz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja. Hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Herman ist eine Pfeife. Den habe ich vor dem Bettvorfall wieder in Rikers. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Was für ein herrlich normales Leben, Peter Parker. Ja, wenigstens wird es nicht langweilig, ne? Kann man ja so sagen. Wenigstens wird das Leben dann nicht langweilig, ne? Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, Einheiten. Oh Moment. Zivilisten nach Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen gefangen. Gemeldeter Ort ist bei Lincoln. Over. Hey, Spider-Man, oh wir brauchen dich hier nicht. Ja, ich weiß. Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt, Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt... Oh nein, ich wollte zuhören, was er sagt. Dann halt nicht.
Danke. I'm gonna tell everybody, you're for real. Warum redet hier auf einmal einer Englisch? wie stumpf. Aber ich wollte hören, was Gaze erzählt. Dr. Octavio. Ach, Mann. Das waren alle. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Geladen und entsichert. Hallo! Ja, ich würde sagen, wir klären hier das mal, ne? Das war nice ausgeglichen. Oh, jetzt ruft er nochmal an. Ich bin wieder da. Ich sagte, dass mein Freund. Hey, Doc, wieder. Captain Club. Ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist wieder so zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Wenn die glauben, dass was hält den Platz, die Füße stehen, dann kennen sie den Boss nicht. Spider-Man, bring dem Respekt bei. Naja. Scheiß bringt ihm hier bei. Ich schlag dir den Schädel ein. Endlich fertig. Alter, ich bin so ein Combo-Bombo, Mann. Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Ah, jetzt habt ihr meine Combo unterbrochen. Das ist so miese. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Fuck! Er darf uns nicht besiegen. Das wird wehtun. Ey, immer. Immer. Das ärgert mich richtig gerade. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Erstmal den mit der blöden Kackwaffe. Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 2 Bombenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Aber immer mit der Ruhe. Und noch mehr. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Ich komme, Freunde. Ich häusse euch genauso, wenn euch das tröstet. Alter, meine Kombo 50. Ich bin gerade so im Combo-Wombo-Rausch. Oh, fuck! Wir werden immer weniger! Verstärkung! Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein! Mich ärgert das richtig, dass ich immer von Leuten mit Waffe Probleme bekomme. Ob tot oder lebendig, Fisk ist egal. Mach den endlich fertig. Halt die doch endlich ab. Bin gerade wieder im Combo-Rausch. Alter, was ich hier für Kombis mache. Nimm das. Was mit dem Zeug weg? Boah. Das hatten wir. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drinnen alles steuern. Aber er wird noch lernen, dass Fernbeziehungen nicht funktionieren. Hey, Fernbeziehungen können funktionieren.
Tja, nice. Ein schockierendes Comeback. Das ist die nächste Hauptmission, die wir machen werden, die wir machen müssen. Und das machen wir auch. Aber erst, ja, in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten. Anzüge. Da habe ich einen neuen. So einen schwarzen. Ist aber nicht so meins, tatsächlich. Gibt hübscheres. Ihr habt einen Kombo-Bombe-Punkt wieder. Was ist das denn? Verlangsamt die Zeit, kann ich nicht skillen. Luftangriff fügt zusätzlich Schaden. Machen wir einfach mal das. Einfach, weil wir es können. Das kann ich noch nicht. Ah, Stufe 10, okay. Aber das könnte ich verbessern. Dann verbessern wir das auch einfach mal. Gut. Bis zur nächsten Folge Spider-Man. Danke wieder fürs Zusehen. Das waren interessante Hauptmissionen, interessante Sachen. Wir haben Stanley getroffen. Und ja, ne? Nächste Hauptmission wartet da hinten auf uns. Bis dann und euch noch einen schönen Tag.